Der erste Strich ist immer der schwerste. Doch jede Brille der Fielmann-Kollektion hat einmal so angefangen. Als Formstudie und Zeichnung in den Fielmann-Designstudios. Einer unserer Designer ist Fred Volkmann. Nach den Vorgaben Fielmanns entwirft er Fassungen. Und während sich die einen noch im Entwurfsstadium befinden, sind andere schon bereit, zum ersten Mal gebaut zu werden. Der Weg ist weit. Von der Idee Fielmanns über erste Zeichnungen der Designer bis zur fertigen Fassung. Die bayerische Landeshauptstadt München. Hier in der Fielmann-Musterbauwerkstatt fertigen wir alle Entwürfe für neue Kunststoff- und Metallfassungen von Hand. Erst danach entscheiden wir endgültig, ob sie unseren hohen qualitativen und modischen Ansprüchen genügen. Entscheidend für die Optik einer Brille sind Material und Farbe. Aus einem riesigen Sortiment von Acetatplatten sucht der Designer verschiedene Farben und Muster aus. Aus diesen Acetatplatten wird die Fassung ausgefräst und gesägt. Acetat ist ein Naturprodukt und besteht fast vollständig aus Baumwolle. Wir verwenden es für leichte, stabile und hochwertige Kunststoffbrillen. Die Form der Fassung ist nun klar erkennbar. Die gesamte Fertigung ist sorgfältige Handwerksarbeit, erfordert jahrelange Erfahrung. Etwa 2 Tage braucht die Fertigung eines Musters, das nun von Fielmann, seinen Modeexperten und Designern so lange geprüft und optimiert wird, bis es perfekt ist. Die Musterfassung wird nun für die Serienfertigung vorbereitet. Dafür wird sie mithilfe eines Lasers optisch vermessen. Dabei setzt der Laser zahlreiche Messpunkte, die er anschließend miteinander verbindet. So entsteht ein digitales 3D-Modell der Brille, das unseren Fräsen in der Produktion im brandenburgischen Rathenow exakt vorgibt, wie sie im automatischen Fertigungsprozess die richtige Form fräsen. Zunächst wird die Innenseite der künftigen Brille bearbeitet. Aus einem Acetatblock wird die sogenannte Glasnut ausgefräst. In die Aussparungen werden später die Brillengläser eingesetzt. Anschließend wird die Außenseite der Brille bearbeitet. Was im Musterbau noch mühsame Handarbeit war, erledigen unsere Hochleistungsfräsen nun vollautomatisch. Noch ist der Rohling scharfkantig und matt. Um seine Kanten zu glätten und das Acetat auf Hochglanz zu polieren, verwenden wir ein Verfahren alter optischer Handwerkskunst. Für den Feinschliff sorgen Holzteilchen und Schleifpaste. Etwa 48 Stunden werden die Fassungen durch die Drehbewegung der Trommel geglättet. Nun erhält der Rohling seine charakteristischen Züge. Zunächst wird das Material in einer Art Backofen erhitzt. Das macht das Acetat besonders biegsam. Dann wird es unter hohem Druck in seine endgültige Form gepresst. Diesen Teil der Brillenproduktion übernehmen unsere qualifizierten Brillenbauer. Sie sind verantwortlich für die Qualität jeder einzelnen Fassung. Die Herstellung einer Brille bei Fielmann ist in vielen Bereichen sorgfältige handwerkliche Arbeit. Jetzt kommen die Bügel der Fassung an die Reihe. Ein metallener Niet- und Zierstift wird in das Acetat gepresst, unter großer Hitze und hohem Druck. Der Niet- und Zierstift muss exakt mittig sitzen und erfüllt nicht nur modische Kriterien, er hält später auch die Scharniere der Brille.
Eine Fräse verleiht dem Hügel nun seine endgültige Form. Im letzten Arbeitsschritt werden Fassung und Bügel miteinander verschraubt und die Brille noch einmal fein poliert. Wenn die fertige Fassung die vielen Niederlassungen erreicht, hat sie einen weiten Weg hinter sich. Von der Idee über die Zeichnung bis zur Vollendung. Wie jedes der mehr als 4000 Modelle der großen Vielmann-Kollektion. Vielleicht ist das der Grund, warum jeder zweite Brillenträger in Deutschland seine Brille bei Vielmann kauft.